Hey Leute, mein heutiges Video ist ein FAQ. Ich habe euch ja letztens auf Instagram gefragt, ob ihr irgendwelche Fragen an mich habt und die werde ich heute beantworten. Zumindest einen Teil davon und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zusehen. Ich habe jetzt erstmal alle Fragen hier auf so einen Zettel aufgeschrieben, die ich beantworten werde. Richtig professionell und Hightech, da ist sogar hier ein Fleck drauf. Aber egal, ich fange mal mit der ersten Frage an und zwar kommt die von Sass139 und sie hat gefragt, wer mein Lieblingsfußballspieler ist. Und mein Lieblingsfußballspieler ist Klose. Ich weiß nicht genau warum, der ist ja schon so relativ alt, also alt im Gegensatz zu den meisten anderen. Aber ich finde, der sieht eigentlich ganz gut aus und der spielt auch irgendwie richtig gut und der ist mir total sympathisch. Also das ist auf jeden Fall so mein Lieblingsfußballspieler, glaube ich. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, wer euer Lieblingsfußballspieler ist. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt darunter auch versteht, einfach automatisch der Bestaussehendste oder wirklich der, der am besten spielt. Aber schreibt dann gerne euren Lieblingsfußballspieler in die Kommentare. Dann haben ganz viele gefragt, wie mein Abiball war. Mein Abiball war richtig schön und es war auch total toll, alle wiederzusehen und vor allem auch die Leute so schick angezogen wiederzusehen. Da waren manche Leute, wo man so gedacht hat, wow, wie sehen die denn aus? Also das war richtig cool und ich habe dann am Ende ja auch ein ganz anderes Kleid getragen, einfach weil ich das spontan in Amsterdam gesehen habe und ich habe mich richtig verliebt. Kann ich auch mal ein Bild davon einblenden auf Instagram und auf meinem Blog findet ihr auch noch mehr. Und das Kleid, ja, war vielleicht ein Touch zu kurz. Ich kann es euch auch mal hier zeigen. Hier seht ihr es auch wieder. Jetzt ist mein Zettel runtergefallen. Und es hat so richtig tolle Pailletten. Und ich habe es mittlerweile kürzen lassen. Einfach damit ich es jetzt so zum Feiern gehen anziehen kann. Oder wenn ich halt mal schick angezogen sein werde. Aber es geht jetzt nur noch bis über die Knie. Und ja, ich finde das Kleid richtig toll. Und auch meine ganzen Freundinnen, die sahen so schön aus. Und es war einfach ein wunderbarer Abend. Dann hat jemand gefragt, was meine aktuellen Fashion-Lieblingsteile sind. Und eins davon trage ich jetzt gerade. Das ist so ein Blumentop. Das ist jetzt von Forever 21. Das habe ich irgendwie vergessen, in meinem Haul zu zeigen. Und das finde ich richtig schön. Man muss nur einen trägerlosen BH drunter tragen, sonst sieht es nicht so cool aus. Und was ich auch richtig doll liebe momentan, ist mein Kimono. Ich kann euch auch mal versuchen, welche zu verlinken, also Kimonos, weil die sind so toll. Ich sag euch das, Leute, die machen das Leben einfach lebenswerter. Also ich genieße das total, morgens aufzustehen, mein Kimono anzuziehen und darin zu frühstücken oder abends, bevor ich schlafen gehe, einfach in meinem Kimono zu sitzen und Sachen zu machen. Also das ist richtig cool und vor allem habe ich den mir ja mit meiner besten Freundin zusammen gekauft und es gibt sogar ein Kimono-Emoticon. Und immer wenn wir jetzt Kimono-Time haben, Steffi und ich, also wenn wir abends in unseren Kimonos sitzen, dann schicken wir uns dann dieses Emoticon und wissen, was die andere gerade so macht. Also Kimonos sind ein großes Fashion-Must-Have. Ich glaube, die meistgestellteste Frage war, wie war dein Abischnitt und ob ich damit zufrieden bin. Und ich kann sagen, ich bin auf jeden Fall zufrieden mit meinem Abischnitt. Es ist sogar um 0,1 besser, als ich gedacht hätte und das ist ja schon mal echt cool. Und ich will jetzt nicht so direkt eine Zahl hier reinwerfen, weil ich glaube, das ist doof. Dann könnt ihr euch so mit mir vergleichen und dann weiß ich nicht, ob das so toll ist, wenn man sagt, ja, ich bin besser oder schlechter oder keine Ahnung. Auf jeden Fall kann ich so viel dazu sagen, dass es reicht vom NC, um in Köln BWL studieren zu können. Also wie vom NC, der letztes Jahr halt war. Und mal sehen, ob das dieses Jahr auch klappt. Das kann ich jetzt noch nicht genau sagen, aber es müsste hoffentlich klappen und dann könnt ihr euch ungefähr denken, was mein Abischnitt war bzw. ist. Dann hat Lari wie gefragt, ob ich was an der Schule vermisse und die ganze Zeit bis jetzt habe ich eigentlich noch nichts vermisst, weil ich immer genug zu tun hatte, außer gestern. Da war ich am Bahnhof und habe dann meinen alten Schulbus gesehen und ich war so richtig traurig. Ich habe so gedacht, ich möchte auch wieder mit dem Schulbus zur Schule fahren und Musik morgens hören und dann wieder nach Hause fahren und halb einschlafen und so. Und da war ich echt traurig. Ich weiß nicht genau warum, aber irgendwie vermisse ich vielleicht das Busfahren ein wenig. Dann hat Angie15 gefragt, was ich später mal werden möchte. Und das kann ich, glaube ich, auch noch gar nicht so genau sagen. Das kommt jetzt auch darauf an, was ich studieren werde. Also ich habe mich wirklich in verschiedenen Städten in Deutschland für verschiedene Studiengänge auch beworben, aber hauptsächlich so im Bereich Wirtschaft und Medien. Und in die Richtung möchte ich auch später einfach gehen. Ich kann aber jetzt noch nicht genau sagen, ob ich vielleicht für eine Produktionsfirma arbeiten möchte oder doch lieber für einen Konzern oder ein Unternehmen. Das wird sich alles irgendwie dann herausstellen. Dann hat Jessie_R_ gefragt, wo hast du bis jetzt immer Fußball geschaut?
Und ich habe Fußball bis jetzt immer woanders geschaut. Einmal in so einer, ja, Bar oder eher Restaurant. Dann habe ich es in Amsterdam gesehen. Dann habe ich so Public Viewing-mäßig Fußball geschaut. Dann zu Hause. Dann in Berlin mit Kisu. Und wo ich das Finale jetzt schauen werde, weiß ich noch nicht genau. Das war es jetzt auch schon mit meinem FAQ. Ihr könnt auch gerne noch mehr Fragen in die Kommentare schreiben. Dann beantworte ich die einfach da. Und ansonsten verlinke ich euch hier meine letzten beiden FAQs. Und ich kann mir vorstellen, in 2 Wochen wahrscheinlich schon wieder eins machen zu können, weil ich dann von den ganzen Universitäten Rückmeldungen bekommen habe und dann euch sagen kann, wo ich hinziehen werde und wie das alles ablaufen wird. Und das wird auf jeden Fall nochmal richtig spannend. Also, wie gesagt, in ein paar Wochen kommt wahrscheinlich wieder das nächste, wo ich euch dann über mein ganzes Leben ein Update geben kann und meinen Lebensstandort und so. Und ansonsten sehen wir uns ja in meinem nächsten Video wieder. Und bis dann habt noch eine tolle Zeit und schöne Ferien, wenn ihr schon Ferien habt. Ciao, ciao!